So Leute, willkommen zu Let's Play WoW Legion, besser gesagt eher das Startgebiet, aber trotzdem, wir spielen endlich den fucking Dämonenjäger, weil ich warte auf diesen Asi schon seit es fucking Burning Crusade gibt und die Tatsache, dass ich jetzt hier stehe mit meinen erstellten Kollegen, mit dem Namen Morpheus, den ich gerade von meinem Freund bekommen habe, als wir zurück nach Bremen gefahren sind von Amsterdam. Wir fangen endlich an, das ist so, oh, es ist wirklich so, verpiss dich, Live-Update, das ist wirklich, oh, ich warte schon drauf, wirklich, seit es gibt, ich, einfach anfangen, scheiß auf labern, ich will anfangen, ich will spielen, ich will diese Klasse fühlen, I wanna feel that, es werden wahrscheinlich wirklich, das ist hier der erste Tag, seit es in Europa auch schon, den verfrühten Zugriff gibt, ich kann mir vorstellen, es werden gleich zig Millionen Dämonenjäger darum laufen, aber das macht nichts. Es macht nichts. Ich hab Geduld. Ich hab Zeit. Ich will spielen. So. Illidari. Meine Dämonenjäger. Unzählige Welten hat die Legion zu Asche verbrannt. Dennoch seid ihr dem Ruf gefolgt. Und nun sind diese ignoranten Sterblichen gekommen, um ihre Erlöser zu vernichten. Unsere Zeit ist knapp. Ich kümmere mich um diese Eindringlinge. Euer Ziel ist jetzt Mardum. Findet den Sagarit-Schlüsselstein. Geht jetzt. Doch vergesst nicht, wenn ihr versagt, werden alle Welten brennen. Das ist schon eine ziemlich awesome Anleitung. So. Ich werde mal erstmal kurz angucken, was los ist, denn es leckt ein bisschen rum. Kann man erstmal abchecken, was hier nicht richtig läuft. Wir sehen uns gleich wieder. Also, ich kann schon mal so weit sagen, die Lags lagen nicht im Opening. Ich habe mal ganz schnell nachgegoogelt. Scheint so, als ob das aktuell noch ganz normal ist, weil das noch alles sich in frühen Stadium auffindet. Und genau so das, warum X-Pearl bei mir das nicht aufnehmen will. Mein Bildschirm, also man sieht nur meine Lebens- und Mana-Leiste. Das wird auch erstmal so bleiben. Ich müsste den kompletten Add-on deaktivieren, damit das normal läuft, aber es ist jetzt egal. Es ist momentan, liegt auch da einfach daran, dass X-Pearl noch nicht so weit ist mit den Dämonenjägern, weil sie, wie gesagt, frisch rausgekommen sind. Deswegen, wir aber nicht, wir fangen direkt an, frischer Start, los geht's, das Startgebiet. Checken wir das jetzt mal out. Oh. Sageras Schlüsselstein ist das Kernstück meines Plans. Oh, nett. Nett, wie die das jetzt gestaltet haben. Er ist auch euer einziger Weg zurück. Findet ihn und kehrt zum Schwarzen Tempel zurück. So, das ist es sozusagen, ich weiß nur, dass es die letzte Mission von Illidan ist, bevor halt unsere Spieler Illidan angreifen, sozusagen. Damit können wir jede welche Legion angreifen. Okay, jo. Sogar Argus. Tötet sie alle! Der Typ fliegt einfach, ja, der fliegt, der ist selber mal so durchgeflogen. Ja, okay, kann man machen, kann man machen. So, gehen wir mal an die Sache ran. Können wir schon mal uns ein bisschen mit dem Dämonenjäger vertraut machen, wie der so funktioniert. Die ganzen Lags und so weiter, daran muss man sich gewöhnen. Es ist einfach, es ist das Startgebiet, hier sind viele Leute unterwegs. Das wird erstmal auch so bleiben. Also ich kann auch nichts ändern, es liegt nicht daran, dass mein Computer scheiße ist, sondern einfach, weil er erstmal noch nicht mit dem neuen Gebiet zurechtkommt. So. Ach, Autoloot hat er auch nicht an, nein. Stimmt, ist ja auch ein komplett neu erstellter Typ. Das ist ja, ja, das ist natürlich, macht Sinn. Macht Sinn. So, die ganzen, noch den ganzen Guides. Wir haben was zu essen. Wir haben einen Ruhestein. Alles super. Gut. Attacke, würde ich mal sagen. Also, da kommt ja auch nicht klar. Ich guck mal, ob ich vielleicht doch ein bisschen... wobei, die Frames sind auf 60. Ich könnte mal gucken, ob ich es vielleicht noch niedriger machen kann. So. Wir müssen ja sowieso ein paar Dämonen töten. Und solange das nicht läuft, kann ich schauen, ob ich es noch irgendwie optimaler machen kann. Wir sehen uns. Ich guck mal eben schnell. Ich habe jetzt mal extra für die Aufnahmen, für das Startgebiet, einfach mal ein bisschen noch die Qualität runtergedreht. Aber man sieht da schon, selbst wenn ich es runterdrehe, die Frames spielen verrückt. Also ich könnte es auch auf die 1 machen. Das ändert sich nicht. Das heißt, ihr müsst mich da entschuldigen, wenn das jetzt wirklich ein bisschen rumleckt und so weiter. Ich kann nichts dagegen machen.
Es ist leider so, ich kann nichts machen. Also selbst wenn ich es auf die unterste Qualität stelle, das wird so bleiben. Wie gesagt, es ist halt noch das Anfangsgebiet, da muss bestimmt nochmal gepatcht werden und so weiter. Also, es kann dauern. Aber wie gesagt, das ist jetzt so, ich habe das Einzige, was ich vom Spiel weiß, das ist jetzt die letzte, der letzte Befehl von Illidan, bevor halt die Allianz oder die Horde uns halt angreift, oder besser gesagt Illidan angreift. Und wir sind dazu befähigt worden, irgendwas zu holen. So ein Schlüsselstein habe ich ja, haben wir mal ganz, ganz kurz so am Rande gehört. Es läuft. Ich glaube, ich muss mich damit zufrieden geben, dass ich es, ich glaube, besser kriege ich es auch nicht hin. Fürs Erste. Lassen wir es auch mal ein bisschen. Gut, wir müssen jetzt noch mehr von denen drehen. Aber bis jetzt so vom Opening nicht schlecht. Also, man muss ja auch sagen, das Opening ist epischer gestaltet als beim Todesritter. Weil bei Todesritter gab es noch nicht mal so eine Zwischensequenz. Da hat man einfach direkt schon gestartet. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass man hier so einen anderen Weg gegangen ist. Weil, ist ja klar, man möchte das auch ein bisschen bombastischer darstellen lassen. Blizzard will ja in Sachen Legion jetzt nichts mehr falsch machen, weil man kann so viel sagen, dass von Legion sehr viel abhängt, gerade die Fanbase und so weiter, weil viele sagen sich wirklich, und man kann das denen auch wirklich nicht verübeln, dass Legion für sie sozusagen der letzter Klammerstein ist, wie man so schön sagen würde, weil wenn das failt, wenn es rauskommt und oder nicht überzeugt, dann kann man davon ausgehen, dass Blizzard noch mehr an Fans verlieren wird, als schon im Warlords of Draenor. Aber das, was ich so immer von den Beta höre, von den Leuten, die das gerade gespielt haben, die sind momentan alle ziemlich begeistert und ich vermute mal, die werden nichts dem Zufall überlassen. Die werden schon versuchen, uns da so lange wie möglich zu beschäftigen mit Content und so weiter. Ich glaube ihnen das auch, weil, wie gesagt, für sie hängt da wirklich viel von ab. Ja, weil wenn die es verkacken, wie gesagt, ist es gelaufen. Dann kannst du es wirklich knicken, brauchen sie sich auch nicht wundern, warum die ganzen Leute jetzt aufhören zu spielen. Okay, ich brauche nochmal ein paar Leisten. Wie gesagt, das ist immer bei mir so. Es ist schon lange her, dass ich einen letzten neuen Charakter erstellt habe. Gut, was müssen wir hier machen? Ändert den Banner der Legion. So, ändern wir mal. Das heißt, wir haben hier unseren. Jace, Alari, findet den Schlüsselstein. Gut. Dann aktivieren wir mal das Portal. Da sind die losgelaufen. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Fürst Illidan kennt den Weg. Die Invasion beginnt. Bla, das können sie nicht ignorieren. Lasst uns beginnen, den Rest unserer Truppen herbeizuführen. Achso, wir sind also sozusagen so ein Vorreitertrupp oder was. Beschwört eure Truppen in der Aschenzunge, indem ihr das Legionstor aktiviert, okay? Lasst euch nicht von der Macht der Legion aktiviert alle drei Portale und ruft den Rest unserer Streitmacht herbei. Ja. Ich schlage eine Schneise durch die Dämonen und treffe euch im Vulkan. Makes sense. Ich komme mit. Lasst uns ein paar Dämonen töten. Ihr könnt das gerne machen. Also ich gehe jetzt da, wo der Punkt mir anzeigt. Ich muss mich auch daran gewöhnen, dass ich Doppelsprung gleiten kann. Das ist so, es ist episch. Ich bin, wie gesagt, wirklich gespannt, wie das, welchen Impact das im PvP machen wird. Geopfert. Der Mechanismus funktioniert. Ich gehe vor und suche Alari. Ach. Ich überbringe euch ein Geschenk. Von Fürst Illidan persönlich. Okay. Das ist noch die Aschenzunge. Meine Truppen gehören euch. Wir werden beim Aufbau der Vulkanstellung helfen. Aschenzungen! Vorwärts! Jo. Das ist ja noch. Ich glaube, das ist jetzt noch die. Ach, ja, das ist ja alles Vergangenheit, bla. Das ist noch die Zeit, wo, ja, ne? Wo, ja, noch Illidan und Aschenzunge noch alle so Leute miteinander gut drauf waren. Und ab dann ging es ja nur noch bergab, als die Allianz eingestürmt ist. Die haben ja hier. Ah, wie heißt der Typ? Diesen komischen Draenor geholfen zu befreien und deren haben wir dann Illidan getötet und so. Ja, das ist das ist so in der Kurzbeschreibung, ne? Namensplakette von Gingern, ja. Ach, das gibt auch cool. Der haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen so erweitert, den Expert. Also ich habe es, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. Ich habe wirklich nur noch auf darauf gewartet. Morpheus, hier rüber. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion.
Was sollen wir hier machen? Lasst sie frei. Einige der eure Dämonen sind in ernsten Gefahr, findet die Seelen geschliffenen Schlüssel und holt sie da raus. Okay. Tötet Inquisitor Seelenschmerz und beansprucht seine Macht. Das wird ja wohl der sein. Nein, Verhörer. Was ist das? Okay. Speist den Toraktivator der Legion mit einer Seele und öffnet damit einen Weg für eure Truppen. Okay. Denkt immer daran, ich treffe euch am Tor, an der geschmolzenen Küste. Der Teufelsäbel sieht auch geil aus. Ich hoffe, ich darf ihr beiden. Das ist ja ein cooles Haustier. So. Unsere Missionen sind klar verteilt. Retten, Schlüssel sammeln. Das war's. In der Kurzform gesagt, ja. Und wir schalten dadurch Fähigkeiten frei. Ich muss mal Schattenmimik, kenne ich ja, ist eine Volksfähigkeit, packe ich hier hin. Das ist Geisteransicht, damit können wir verdeckte Gegner sehen. Also damit werden Schurken wirklich ein großes Problem haben, wenn es soweit ist. Seelenstein und Neus, erstmal nur so Basic-Kombos. Ich glaube, das kommt alles dazu. Habe auch gesehen, dass wenn wir ein paar Quests machen... Ja. Ich will einen Lagebericht. Sofort! Vor allen Dingen, die haben sogar bei den Dämonen, hat man sogar noch eine zusätzliche Stimme eingebaut. Das finde ich cool, oder? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja. So hören sich Nachtelfen nicht an, normalerweise. Okay, soll ich jetzt noch was machen? Scheinbar nicht, der wollte nur seinen Lagerbericht hören. Ja, Ding. Oh, warte. Ich hab mir noch einen Buff geholt. Ja, okay, was bringt das? Teufelsmacht entfernt die Abblickzeit von... Okay. Interesting shit going on here. Aber ich weiß, wo gehe ich jetzt durch am besten? Das Gebiet ist groß. Für ein Anfangsgebiet, muss man es auch so dazu gesagt haben. Aber wir brauchen noch verdammt viele Levels. Das hat man schon eingerichtet, dass man so ungefähr so mit Level 100 wieder hier rauskommt. Der sieht schon episch aus. Die Gegenstandsstufe, man hat auch hier ein bisschen nachgebessert. Morpheus, Astralwander Morpheus, ist doch cool. Morpheus, ich fand wirklich, als mir mein Kumpel gesagt hat, hier so... Ich habe ihn wirklich spontan gefragt, er hatte wirklich auch nichts mit WoW zu tun. Ich habe gefragt, wenn du einen Dämonenjäger benennen würdest, wie würdest du ihn nennen? Und seine spontanste Reaktion war Morpheus. Weil ich habe wirklich so ein Problem damit, Namen für auszudenken. Meistens nehme ich so aus Spielen, so aus Final Fantasy oder bekannte Spielen. Aber der war so einfach so random. Ich dachte, Morpheus, das hört sich ein bisschen so an wie Metamorphose oder Morphen. Es kommt irgendwie ganz gut hin. Da habe ich den Namen einfach genommen, weil er gut war. Alles klar, wir müssen jetzt noch weiter rein. Da können wir auch die Legion machen. Da kriegen wir verdammt viel Erfahrungspunkte und Kohle. Haben wir überhaupt Kohle? Ja, ein bisschen. Ich lasse das nicht zu. Das ist zu weit entfernt. Ja, also die Lags, da muss man sich gewöhnen. Ich würde es wirklich abschaffen. Ich glaube, wenn wir auch aus diesem Gebiet rauskommen, wird das besser. Aber fürs Erste muss ich damit leben, Alter. Ist halt der erste Tag, seitdem Dämonenjäger endlich verfügbar sind. Ich habe nur so ein Meme gelesen. Demon Hunters everywhere. Das beschreibt die Situation, glaube ich, wohl ziemlich treffend, wie es gerade zur Sache hier geht. Ich brauche ein Ziel. Gut. Das sind Türe, dafür brauchen wir... Ja, okay. Ja, ich verstehe, wie wir hier an die Schlüssel rankommen, wie wir die Leute befreien. Aber wir machen doch, wie gesagt, nur... halt auch nur das Startgebiet. Niemand wird mich jemals wieder einsperren. Ja, dann sorg auch mal dafür, dass das so passiert. Nicht, dass Papa Morpheus überall kommen muss und dich retten muss. Das ist ja ziemlich erbärmlich, junge Frau. Nee, aber, wir machen, wie gesagt, nur das Anfangsgebiet. Ich habe echt mal darüber nachgedacht, mir einen Hordler zu erstellen. Was? Ach, cool. Ich habe so einen Diener. Nice. Ich mag Diener. Diener sind gut. Wie gesagt, ich wollte da meinen Hordler erstellen, den bis Level 100 machen und dann sie sozusagen durch meine Paladinen ersetzen. Und dann halt, wenn wir mit unseren Schurken mal das Let's Play gemacht haben und durch sind, dass ich dann einfach die Paladine switche und ich dann einfach mit dem Dämonenhunter weitermache. Aber ich habe mir echt gedacht, ich hab wirklich so viel mit Lenaya erlebt, von Level 1 bis 100 durch. Das wäre irgendwie fies gewesen, wenn ich sie einfach dann durch was Besseres ersetzt hätte, in dem Fall wirklich. Wie gesagt. Ich werde euch alle vernichten. Und das fand ich wirklich halt schlecht. Ich wollte das auch nicht machen. Es kam mir ein bisschen scheiße vor. Dämonen töten, denn ihr begegnet. Wer spricht da? Okay. Und ich kam mir dabei scheiße vor, ich wollte es nicht machen. Ich habe wirklich gedacht, okay, in Legion sehe ich das noch durch, dass Nein, ich, ihr habt nicht viel Zeit. Ja, warte mal, ich befreie erstmal noch andere, dann komme ich nochmal zurück.
Ich empfand das irgendwie komisch, dass ich dann sozusagen direkt durch die Ass-Best ersetze. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, Legion in Legion ziehe ich das noch durch mit der Paladin, dass wir sie da bis 110 leveln. Aber ich habe dann gesagt, okay, nächste Erweiterung. Kann sie kaum kontrollieren. Beinahe hätte mich die Teufelsenergie in mir überwältigt. Ja, dann wärst du tot, wahrscheinlich. Ja, so siehst du auch aus, Kumpel. Dann sei mal froh, dass ich noch rechtzeitig angetanzt bin. Ja, okay, du siehst drunk aus, dann gehe ich weg.